Jetzt haben wir es ja schon bald, gell? Dann können wir es dir installieren. Wobei, wir haben ja diese DLC-Kampagne oder was das ist noch. Nein! Wonach genau suchen wir, Sir? Roger, das Register beschreibt ein Sicherheitsmodul auf der anderen Seite der Struktur, wo der Marine von Rayu gefangen gehalten wird. Holen Sie ihn zurück. Affen bereit! Bewegung! Hast extra drauf gewartet, gell? Das war also hier los. Was denn? Geht dich gar nichts an. Warum konzentriert sich alles auf dieses Modul? Die Xenos wussten, dass sie hierher kommen müssen. Du hast diesen Krieg angefangen. Ich warte die Tür, bis ich geportet werde. Mach die Tür nicht. Actual, sehen Sie das? Alter, die hat ein Zäpfchen im Auge. Das Bild ist verwackelt. Was Actual, ist das? Das ist die Königin. Wiederholen Sie das, O'Neill. Sagten Sie, Königin? Was machen die mit der? Wie würden Sie es denn sonst nennen? Sie legt Eier. Sie befreit sich! Das Geld! Dann noch genug Luft so zu schreien. Das ist Gas, wieso kann ich nicht anzünden? Vielleicht ist es kein brennbares Gas. Okay, da ist alles hinter mir aufgetaucht gerade, okay. Weißt du, ich kann halt auch nicht aufstehen und wegrennen von da, wo ich bin, weil dann töten sie mich sofort. Ja. Gibt es neue Informationen zu den Marine? Haben sie ihn gefunden? Negativ, Actual! Hier drin ist alles total zerstört! Hier ist alles im Arsch! Die Wände sind im Arsch, die Scheiben sind im Arsch, alles ist voll im Arsch!
wäre so eine Smart Gun cool. Okay. Das war interessant. Bei mir hat es das Retzen gerade abgebrochen. Wir schalten den Strom aus und rennen dann durch das Gebiet, ja? Klar. Um im Chaos unterzugehen. Ja. Und dann spielen wir aber gleichzeitig Last Man Alive Modus, ja? Ja. Gegen eine Königin. Ja. Schlau, sehr schlau. Und das haben wir gemacht bei 300 Marines. Mhm. Naja. Und für Bella. Und ja, für Bälle. Dann ist es natürlich wert, ja. Ja. Okay. Mein Fehler. Achtung, ne? Nicht zu schnell öffnen. Mhm. Ich beeile mich nicht. Sehr gut. Aha, wir sind jetzt also auf dem Schiff. Wo weißt du das? Oh mein Gott, das ist das Flatterband. Leute, hier kommen wir definitiv nicht durch. Nein, kommst du auch nicht. Auch die Xenomorphs werden da nicht durchkommen. Nein, never ever. Das ist super special. Gelb-schwarz Flatterband. Das ist... Puh. Wow. Ich würde hier erstmal... Mächtig rülpsen, diesen Echo. Das verstehe ich. Nicht pupsen. Oh. Kann ich nicht aufkommen. Hallo. Philipp? Hm? Wieso? Weißt du, wie hoch ich das geaimt habe und es ist trotzdem direkt vor mir explodiert? Ja, jetzt habe ich auch so lernen müssen auf diese... Nö, bei Philipp glaube ich es bei dir nicht, Andy. Alter, was? Alter, wie schadenfroh. Einer von denen weniger. Was war das gerade? Wie so ein Kleinkind. Wer hat das gesagt? Der O'Neill. Where you are schon erledigt. Kann man hier hoch und dann muss man trotzdem wieder außen rum runterlaufen. Ja. Aber was ist auf der anderen Seite? Knopf. Alter, dieser, das auf der Tür. Das war der lauteste Knopf, den ich jemals gehört habe. Ja, bei der Akustik hier drin. Den hörst du wahrscheinlich in 300 Jahren immer noch wieder. Ja, okay, so wie der Schalter ausschaut. Damit hält man bei mir in der Arbeit die Presse auf, ey. Alarm! An was erinnert euch der Eingang hier? Der hier? Mhm. Das sage ich nicht. Aber circa hier befindet sich ein wichtiger Punkt. Was hält, Jay? Ich weiß es, der H-Punkt. Ja, da wachsen die Haare. Ja. Von innen nach außen. Und so geräumig, wie es hier drin ist, war da bestimmt schon mal die Fülle drin. Oh oh. Die ist aber komisch verwinkelig. Schaut mal, was da ist, Leute. Wo? Da. Oh, das ist der Stuhl. Oh mein Gott.
Mein Gott. Eigentlich sollte ich dich liegen lassen, dafür, dass du so viel Leben jetzt abzogen hast. Der ist aber groß. That's what, that's she, what said. She said. Ich mag euch nicht mehr. War das überhaupt anders? Ja, da habe ich euch noch nicht gekannt. Da konnte man noch nicht von nicht mögen reden. Ja. Da war es halt nur drei. Ja. Ach, da ist ja auch noch einer. Einer vernichtet. Vernichtet gleich. Das hat irgendwas Töne gemacht wie ein Zumpfhall. Zumindest. Oh oh, da ist dieses Scan-Ding, Leute. Ich hab hier ein Problem. Mann! Achso, du machst. Hey, du lässt den Philipp ja nur verrecken, hey. Ich bin aus einem Kilometer hergesprintet. Aus dem was Lauf hab ich ihn wiederbelebt. Retten Sie den gefangenen Marine. Ich find's gut, wie dieses Missionsziel 18 Mal aufploppt. Damit du auch ja nicht vergisst, was du hier machst. Könnt ihr das verhindern? Wie? Oh Gott! Es reicht jetzt dann aber. Was denn? Also. Die muss jetzt unglaublich lang sein. Was sollen wir verhindern? Leute, wir müssen den Gefangenen retten. Ein bisschen mehr Konzentration jetzt. Ich dachte, wir wissen noch nicht mal, ob er das freiwillig macht oder dazu gezwungen wird. Vielleicht ist er gar kein Gefangener. Spinnst du? Das kannst du doch nicht sagen. Ja, gerade, ne? Ja, hast du wirklich. Ich werde hier... Ich bin wo ganz anders. Ich schaue, ob ich eine geheime Waffe finde, aber ich finde keine. Tja, ist ja auch weil geil. Die geheim sind. Ach, come on! Danke, endlich bin ich tot. Mensch, Philipp, was ist denn das für eine Einstellung? Diese Waffen sind grausig. Machen eher die Wildschweintöne fertig, die von sich geben. Oh oh. Hurra! Alter, die Waffe ist so fürchterlich. Diese 5 Schuss. Du kannst halt nicht mal. Ups, nicht die Cheat-Kontrolle, das bringt mir nichts. Ups. Alter, ich hab mich gerade 17 Mal verklickt, Alter. I'm back alive. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Waffe kann. Oh oh, da ist ein Panzer. Wetten, jetzt kommt die Königin und macht den Panzer platt. Da ist er! Hoffentlich ist dieser Bastard das Ganze auch wert. Bin mal gespannt, wer das ist, hä? Leute. Das ist Schmeckens. Der Anführer des Schmeckens. Oh ja. Des Schmeckens-Clan. Oh ja. Nach was Schmeckens denn? Schnauz. Wow, das ist mit Abstand die präziseste Waffe im gesamten Spiel. Actual, können Sie das sehen? Come on, Actual. Da ist ein ÖLG-Schiff am Boden. Damit kommen wir von diesem Planeten weg. Hallo? Ich find's gut, wie immer noch Marine Actual dran steht, weil man das Geheimnis aufrechthalten will. Er wusste davon. Was? O'Neill, wir müssen hier weg. Jetzt! Cruz, er wusste schon von diesem Verräterschwein, bevor er die Mission autorisiert hat. Es ging niemals um Bella. O'Neill, rein in den Transportpanzer!
Actual, hier 2-1, sind mit dem Gefangenen unterwegs. Sie haben uns einiges zu erklären, Sir. Ich hab jetzt nicht aufgepasst, wer war's? Das wissen wir noch nicht. Boah. Machen die jetzt einen auf Call of Duty? Die scheinen ganz schön sauer auf sie zu sein. Haben sie Grund dazu? Ja. Wer ist das? Überstürzen Sie nichts, mein Junge. Haben Sie von dem Register gewusst? Sie wären sowieso gegangen. Wussten Sie, dass Bella auf jeden Fall sterben würde? Ja. Ja. Und Sie wussten das auch. Aber nichts hätte euch davon abhalten können, es trotzdem zu versuchen. Vergessen Sie es. Nimm sie runter. Wir haben unser Leben riskiert, um diesen Kerl aus Wayu rauszuholen. Vergessen wir mal die ganzen Lügen. Warum ist dieser Marine so wichtig für Sie? Was war auf der Sulaco los? Lügen Sie mich nicht an. Lügen Sie mich ja nicht an! Dieses Gestikulieren, Alter, ist so hart drüber. Holen Sie die Tasche des Soldaten. Wer ist das zum Teufel? Na toll. Nochmal das Ganze. Ich bin Corporal Hicks von der USS Sulaco. Ich wurde von Weyland Yutani monatelang gegen meinen Willen festgehalten. Sie wollten Informationen. Bishop? Sind Sie am Leben? Ein anderer Bishop. Wie haben Sie überhaupt überlebt, Hicks? Man hat Sie vor 14 Wochen für im Kampf gefallen erklärt. Wir sind wegen Ihres Notrufs gekommen. Wären Sie besser nicht gekommen. Welche Informationen haben Sie denen gegeben, Corporal? Was reden die immer so schnell? Was Sie sowieso rausbekommen hätten. Was war das? Genug, um am Leben zu bleiben, ohne... Ich weiß es auch nicht, Philipp. Captain, den haben wir da befreit. Hicks hat er... Wir haben von Hicks erfahren, als es schon zu spät war. Ich hatte nicht geglaubt, dass auch nur einer von Ihnen überleben würde. Es tut mir leid wegen Bella. Sie haben ja keine Ahnung. Die hatten seit Wochen einen Gefangenen da drin. Und Wayu hat ein ULG-Schiff auf dem Planeten. Es ist meine Pflicht, die anderen 100 Marines hier wegzubringen. Dann Beeilung, Sir. Das letzte ULG-Schiff startet bald und kommt nicht zurück. Sie kennen die Abflugzeiten. Der klingt, als wäre der richtig high. Sir, wir erwarten in Kürze 2 Marine-Einheiten. Dann lasst uns mal lieber losgehen. Xenos sind auf dem Weg zu Hadley's Hope. Wieso beeilen sich jetzt alle so mit dem Reden? Aber Hicks ist tot. Was ist gerade passiert? Weißt du, Philipp, du sollst vielleicht mal aufpassen, okay? Das ist so fucking random. Philipp, du sollst jetzt einfach mal aufpassen. Philipp. General Philipp. Alter. Ich will schon wieder aufs Spiel verlassen klicken, weil nichts passiert. So. Kampfgewehr. Mhm. Und Hicks ist sogar ein Echtpot, also der Schauspieler. Ja, okay, Andi. Danke für die Information. Bitte. Warum darf der... Ich weiß es doch auch nicht. Ich wünschte, er würde es nicht tun.